Halt zusammen! Welchen Wurm nehmt ihr, wenn ihr angeln geht? Na klar, werdet ihr sagen. Den Tauwurm, oder? Der beste Wurm überhaupt, ne? Daran möchte ich mit diesem Film überhaupt nichts rütteln. Der Tauwurm ist und bleibt wahrscheinlich auch der beliebteste aller Würmer. Wenn ich zu meinem Gerätehändler komme und sage dem, ich möchte ein paar Rotwürmer haben, und ich frage dann so vorsichtig, habt ihr welche da? Dann sagt er meistens zu Motze, wir haben genug Brassenangler, die stehen auf diese Rotwürmer. Und dann denke ich immer, hä, wieso nur Brassenangler? Ich erzähle euch mal was. Die Würmer im Misthaufen zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Und viele von euch haben auch vielleicht gar kein Grundstück, gar keinen Misthaufen. Wir haben früher immer Festmisthaufen gesucht. Festmist, das ist das, was dir die Kacke der Kühe oder der Pferde zusammen mit Stroh, ja, das wurde dann zu Festmist. Das waren richtig große Haufen. Und in den Randbereichen von alten Haufen, das war ganz wichtig, da fanden wir die Rotwürmer. Noch genauer, die extrem begehrten Gelbschwänze. Die Gelbschwänze bringen nicht nur noch einen zusätzlichen Farbreiz mit rein, sondern die Gelbschwänze haben auch so einen richtig eklig gelben Saft innen drin, der stinkt wie Hulle. Und die Fische, die lieben das. Ich wollte euch was erzählen. Ich war mit meinem Kumpel Herbert früher regelmäßig auf Zander und Aal. Wir kannten eigentlich nur diese beiden Fischarten. Karpfen haben wir sporadisch beangelt. Das waren die beiden Fischarten, die wir vorrangig beangelt haben. Hechte waren für mich damals eher Nebensache. Herbert hat mich beim Aalangeln meistens an die Wand geangelt. Er hatte mehr Erfahrung, er hatte Angler in der Familie, was ich nie hatte. Und in dieser frühen Kindheit, in der frühen Jugend, da war er der deutlich bessere Angler. Aber es gab eine Saison, da habe ich ihn mit großen Aalen hoffnungslos an die Wand geangelt. Und wisst ihr, wie ich das gemacht habe? Ich habe das gemacht, was ihr auch macht. Ich habe Angelzeitschriften gelesen, die Fisch und Fang hatte ich damals schon abonniert. Ich habe Bücher gelesen, Filme gab es damals noch nicht. Ja, das kam erst, als ich schon verheiratet war, so ganz langsam auf mit Jens Plok Hansen. Ich habe Bücher studiert und da habe ich dann irgendwo mal gelesen, was für einen Wert der Mistwurm hat oder der Gelbschwanz, um dabei zu bleiben. Und dann habe ich das versucht. Jetzt ist Frühjahr, aber es ist egal, wann ihr diesen Film guckt. Der hier ist jahreszeitenunabhängig. Ja? Gut, ich sag mal, Aal befischt man in der Regel so von März bis November spätestens. Dann ist mit Aalangeln meistens Schluss. Aber die Rotwürmer, die sind nicht nur im Frühjahr gut, wo die Aale ganz vorsichtig anfangen, Nahrung aufzunehmen und wo so ein fetter Tauwurm vielleicht schon viel zu viel des Guten sein kann. Ja? Gelbschwänze, die sind halt der kleine Happen, den der Aal im Vorbeischwimmen mitnimmt, sage ich immer. Wir haben unter bestimmten Bedingungen damit sehr viel besser gefangen als mit Tauwurm. Und zwar, wenn die Aale abwanderten und zu Blankaalen wurden und sich in Ostfriesland vor den Schleusen stauten, wo sie in die Sargassosee abwandern wollten, dann haben wir die mit einem kleinen Stück vom Tauwurm oder aber mit Gelbschwänzen gefangen. Und im Sommer, wenn es richtig heiß wurde, wenn die Aale die Nahrungsaufnahme runterfahren, man fängt ja meistens im Frühjahr am besten Aal, nicht? Da hat dann auch der Rotwurm, der Gelbschwanz, extrem gepunktet. Und das war mein Trick, wie ich Herbert damals an die Wand geangelt habe, meinen Kumpel, weil ich mit Rotwurm geangelt habe. Er mochte das nicht. Er hat immer mit Tauwurm und mit diesen sogenannten Regenwürmern, wir haben die damals Drahtwürmer genannt, weil die so grau und hart waren, die wir uns auch aus der Erde holen. Ich glaube, die heißen offiziell Erdwürmer, ja? Ich habe mit Rotwurm probiert und habe da wirklich bombastisch auch große Aale mitgefangen, bis über 2 Pfund. Nicht? Und das ist der Grund, warum ich heute erklären möchte, warum es ab und zu mal Sinn machen kann, sich auf den guten alten Mistwurm, Rotwurm, Gelbschwanz, wie auch immer man ihn nennt, zu besinnen und es damit mal zu probieren. Rotwürmer, die halten sich meistens in so richtig schönen Konglomeraten auf. Klingt schlau, ne? Ich weiß gar nicht, ob das Wort hier passt, aber manchmal findet man so richtig fette Ballungen von diesen Würmern. Da muss man die gar nicht einzeln zusammenpacken, sondern da kann man einfach so einen ganzen Haufen von diesen alten Blättern und von diesen alten Nahrungsmitteln nehmen und in seinen Pott packen. Denn die sollen sich auch ein bisschen halten. Ne? Ich habe hier halt jetzt den Vorteil meines Komposthaufens. Da kann ich dann die Aale, die Aale, sag ich schon. Ich denke optimistisch, merkt ihr? Da kann ich dann die Würmer auch wieder reinschmeißen. Wenn ich fertig bin, dann packe ich die nicht in den Kühlschrank, sondern dann wandern die halt wieder zurück hier in den Komposthaufen. So habe ich halt immer genug. Und da ist er. Der begehrte Rotwurm. Der hat jetzt nicht den typischen gelben Schwanz, aber die habe ich auch dazwischen. Hier seht ihr diese,
diese helle gelbliche Verfärbung. Nicht? Nicht ganz so extrem, wie ich es gerne hätte, aber das kann man schon als so einen Gelbschwanz bezeichnen. Ekeln darf man sich natürlich nicht, wenn man hier in alten vergammelten Blättern und in Essensresten herumwühlt. Die Hände, die werden dabei gleich mitstinkig. Wenn man dann kurz darauf angeln geht, ist das auch gar nicht von Nachteil. Hier ist ein richtiger Gelbschwanz, ne? Richtig schöner gelber hinterer Teil. Bisschen schwierig mit der Kamera zu zeigen, wie quirlig die sind, wenn man das Ding umdreht, ne? Wenn man so einen Haufen umdreht. Die bewegen sich wie Hulle. Und ich zeige euch jetzt noch mal kurz, was die Vor- und die Nachteile von Rotwurm gegen Tauwurm ist. Da ist noch ein schöner. Ein guter Gerätehändler weiß das. Ich möchte also keinem über den Mund fahren, aber wenn er gerade mal keine Zeit hat und ihr selber entscheiden müsst, welche Tauwurmbox nehme ich mit, dann tippt einfach nach dem Öffnen der Packung mal kurz drauf. Wenn die dann schnell verschwinden, dann sind die noch in Topform. Das nur am Rande. Was aber ist jetzt der Vorteil eines Gelbschwanzes gegenüber einem dicken Tauwurm? Und ich habe hier noch nicht den dicksten erwischt. Ja, das sind ja noch richtig Würmer, die auch Masse mitbringen. Und das ist auch einer der Nachteile der Mistwürmer, ja, um mal bei allen drei Bezeichnungen zu bleiben. Sie bringen halt nicht so viel Masse mit sich und dann werden sie natürlich auch entsprechend nicht ganz so gut wahrgenommen. Ich bin der Meinung, der Duft, den diese Würmer abgeben, der macht das vollkommen wett. Ja, der gleicht das komplett aus und ich packe auch eigentlich so gut wie niemals, ich bin ja kein Brassenangler, einen Rotwurm auf einen 12er Haken, sondern ich nehme mir einen 7er oder einen 8er und packe da 3-4 Stück drauf. Dann wimmelt das richtig und dann stinkt das wie Hulle. Und was ich beim Mistwurm auch oft mache, ich versetze den Köder öfter und suche die Aale regelrecht damit. Das ist der große Vorteil von diesem Würmchen hier. Die Quirligkeit, die dem Tauwurm fehlt, die versuchen ja viele Angler so ein bisschen mit dem Dendrobena wettzumachen, der sich wieder sehr viel intensiver bewegt, ja. Das gleicht der Rotwurm alles aus. Der ist quirlig und der riecht. Ja, darum ist das so einer meiner liebsten Würmer. Er ist auch oft verfügbar und er vermehrt sich wie Hulle. Tauwürmer vermehren sich da wohl sehr viel langsamer und man muss sich mehr Mühe machen, sie zu finden. Zum Beispiel nachts suchen oder umfangreichen Acker aufgraben. Hier brauche ich nur einen Misthaufen und in 10 Minuten habe ich meine Dose voll. Irgendwann fragte Herbert mich dann schelmisch grinsend, sag mal, wie erklärst du dir den Erfolg dieser komischen kleinen Würmer? Und ich habe damals in mein Tagebuch geschrieben, ich habe schon damals Tagebuch geführt, ich habe das Gefühl, dass die Aale einen Tauwurm ewig lange um Kurven reinnehmen, ausspucken. Ihr kennt das, ne? Dieses Tänzeln der Pose, ziehen, wieder ein Stück zurück, in eine Runde. Typischer Aalbiss, nicht? Und beim Rotwurm sah das meistens so aus, pup, schick. Und ich habe damals reingeschrieben, ich habe das Gefühl, dass der Aal einen Rotwurm wie eine Art Snack einfach mitnimmt, den er so im Vorbeigehen frisst. Und ich glaube, an dieser Aussage damals ist eine Menge Wahres dran. Die Aale überlegen nicht so lange bei so einem winzigen Snack. Das ist so, wie wenn sie eine winzige Schnecke oder eine winzige Raupe oder eine winzige Larve oder eine winzige Made finden. Schwupps, weg ist es. Über Maden habe ich schon mal einen Film gemacht. Diese kleinen Köder sind, wie gesagt, nicht nur im Frühjahr eine Bank. Bei Maden ist aber der Nachteil, dass man meistens mit sehr viel Weißfischbissen zu kämpfen hat. Ach du Scheiße, habe ich jetzt allen Ernstes 9 Minuten lang über Würmer gefaselt? Na gut, vielleicht sieht man daran ja auch meine Begeisterung für das Allround-Angeln. Wie auch immer, erstmal geht's ab ans Wasser. Mit Einbruch der Dämmerung. Das ist auch im Frühjahr oft die beste Option, um die ersten Aale zu fangen. Nur die Bedingungen. Die waren nicht ideal. Was soll's? Ab ans Wasser. So, der erste Biss des Abends auf einen Rotwurm. Und ich will natürlich auch nicht verschweigen, dass die Rotwürmer natürlich auch einen entscheidenden Nachteil haben. Wenn Brassen oder Rotaugen und auch Rotfedern oder Kaulbarsche aktiv sind, fängt man die natürlich mit einem Rotwurm eher mal als Beifang als mit einem dicken Tauwurm, nicht? Das dürfte jedem einleuchten. Darum stammen dann doch eine Vielzahl der Bisse auch unbedingt nicht von unserem Zielfisch, dem Aal. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Und ich sag noch Kaulbarsch.
Und der ganz voll in der Lippe gehakt war mit dem Sechserhaken. Da hat er auch schon seine Mühe mit gehabt, der Kleine. Ihr wisst ja, ich bin immer bemüht, authentisch zu bleiben. Wir stierten auf unsere Posen, aber an diesem Abend bis so gar nichts mehr. Bis auf zwei kleine Rotfedern und den Kaulbarsch gingen wir als Schneider nach Hause. Doch neben meinen Leuchtposen ging mir noch ein anderes Licht auf, der Mond. Ach du Schreck, darauf hatte ich nun gar nicht geguckt. Vollmond. Nicht wirklich gute Bedingungen, um Aale zu fangen. Dafür gab es noch ein anderes nettes Erlebnis, kurz bevor wir wieder zu Hause waren. Ein Rehbock erwartete uns auf der Brücke. Von uns vorbei, die sind komplett orientierungslos, wenn die geblendet sind, ne? Ja. Das heißt ja auch immer Fernlicht aus und dann hupen. Das muss der sein, der auch immer bei uns im Garten ist, von meiner Wildkamera. Ein fotografischer Abgleich zeigte dann, der Brückenbock war nicht der gleiche, wie mein üblicher nächtlicher Besucher. Ach komm, wir wollen ja auch nicht in die Yacht abrutschen. Beschäftigen wir uns lieber mit den Dingen, die für das Aalangeln relevant oder eher irrelevant sind. Der Vollmond. Was tun? Sprach Zeus. 2 Wochen warten? Quatsch. Genau wie ihr gehe ich auch dann angeln, wenn ich Zeit habe. Unabhängig von den Bedingungen. Ich habe schon so manche Überraschung erlebt. Zum Beispiel bei einem eisigen Nordostwind beim Hechtangeln im Winter. Plötzlich lief es wie geschnitten Brot. Vollmond auf Aal? Ich bin ganz ehrlich, ich bleibe skeptisch, ob das klappt. Ich liebe diese Farbe hier. Manchmal kann das dann auch Sinn machen, wenn man schon so ein Vollmondproblem hat, einen etwas größeren Kanal aufzusuchen. Da sind die Aale vielleicht nicht ganz so sensibel auf den Vollmond. Aber ich bin ohnehin der Meinung, dass die Aale unten nicht einen Kalender hängen haben und gucken, da haben wir heute, oh, Vollmond, da bleiben wir lieber im Bett. Sondern es geht wahrscheinlich mehr, das ist übrigens genau wie bei den Winden, nicht? Wenn Nordostwind weht. Nordostwind ist ein ganz kalt, ganz, ganz böser Wind für Hecht, sage ich immer, nicht? Aber ist das Licht nicht am Wind allein, sondern das liegt daran, dass der Nordostwind oftmals so einen Temperatursturz mit sich bringt. Das ist der Grund. Und ich glaube nicht, dass ein Vollmond, dass der irgendwie an sich schlecht ist, sondern der bringt einfach Helligkeit und das mögen die Aale einfach nicht. Möglicherweise, das sagen manche, gibt es Tage, wo die Aale dann bei Vollmond an der Oberfläche rauben, weil sie gegen das Licht die Beute besser sehen können. Ob das stimmt, konnte ich nie beweisen. Wir versuchen es auf jeden Fall mal heute. Ob das was wird? Es ist wechselnd bewölkt. Wahrscheinlich ist es also wieder viel zu hell heute Nacht. Ob wir den Vollmond so austricksen können? Ich bezweifle es. Wir haben es nicht bewölkt, sondern so wechselnd wolkig. Die Sonne kommt ab und zu nochmal durch, dann wird auch der Mond durchkommen. Wie auch immer, wir probieren es. Was sollen wir auch machen, ne? Auf dem Weg hierher, da hat uns auch ein kräftiger Schauer erwischt. Geil war ja wieder meine Frau, ne? Ich sag so zu ihr, sag mal, haben wir die Gummistiefel eigentlich dabei? Und sie guckt so nach hinten in den Wagen und sagt, ja, da sind 3 Stück. Ich habe jetzt Kopfkino seitdem. Wie sieht das aus? 3 Gummistiefel. Weiber. Oha, oha, hätte ich mir den blöden Spruch vielleicht doch lieber verkneifen sollen. Schließlich hatte meine liebe Ehefrau vorher noch wieder die ganze dokumentarische Arbeit abgenommen. Ja, wir müssen tatsächlich vor dem Angeln das Datum und das Gewässer eintragen. Boah, typisch Deutsch halt. Wie schön ist es doch in den Niederlanden. Und die Strafe für meinen Spruch, die folgte auf dem Fuß. Obwohl wir uns noch die Mühe machten, die Stelle zu wechseln, um einen Strömungsbereich an einem Pumpwerk mitzunehmen, bis auch an diesem Abend nichts mehr. Das heißt, halt, ich will es nicht unterschlagen, eine monströse Güster ging mir noch an den Haken. Das war aber auch dann wirklich alles. Nichts mit Aalen. Also wie üblich noch schnell das Ufer mit der Filmleuchte abgefunzelt, damit nichts liegen bleibt und auch alles blitzsauber hinterlassen wird. Und dann würden wir, bevor der Bodenfrost uns hier übermannt, ein nächstes Mal angreifen wollen. Der kälteste April seit 1929, erklärte die Blödzeitung, das haut den stärksten Ostfriesen vom Schlitten. Macht nichts, beschäftige ich mich halt ein wenig mit häuslichen Arbeiten, um den Vollmond und die Eiseskälte geschickt zu umgehen. Da ihr aber natürlich nichts von meinen häuslichen Arbeiten habt, mache ich mal ein paar anglerische Arbeiten, aber nur ganz kurz versprochen. Gibt allen Ernstes immer wieder ein paar Fans von meinen Filmen,
die tatsächlich sagen, Matze, kannst nicht mehr erklären, wie man seinen Angelraum in Schuss hält und wie man Ordnung hält. Also mich zu fragen, kannst du mal erklären, wie man Ordnung hält? Das ist ungefähr so, wie wenn man den Schalke-Trainer fragen würde, wie man in der ersten Bundesliga bleibt. Oder den HSV-Trainer, wie man aufsteigt. Ich glaube, jetzt kriege ich wieder Ärger. Ja, aber ganz kurz. Mais habe ich früher sehr oft benutzt. Ich habe hier gerade so einen grauseligen Fund gemacht. Ihr wisst ja, manche Hausfrau ist ja auch unten in ihrer Gefriertruhe schon auf die Überreste einer römischen Siedlung gestoßen. Ich habe hier noch Mais drin. Und habe ich durch die ganze Produktentwicklung, verschiedene Boilie-Veränderungen, Pellets, die ich mittlerweile habe, natürlich viel, viel Zeit verloren, mit den guten alten Dingen zu fischen. Dazu gehört zum Beispiel einfach der normale Futtermais, den ich mir früher sehr, sehr oft... Ach, das sieht nicht gut aus. ...zugelegt habe. Dann habe ich damit geangelt. Man kann auch da zusammenschmeißen mit ein paar Leuten. So ein Sack Mais, der kostet nicht viel. Nee, der kostet bei uns in der Gegend, glaube ich, jetzt um die 18 Euro oder sowas. Ein Zentner, das ist nur ein halber Zentner, der noch eingeschweißt war. Der sieht hundertprozentig aus, aber der in der Tonne, ach, der hat zu viel Luft gekriegt. Und wahrscheinlich auch ein bisschen Feuchtigkeit. Der ist richtig gegammelt. Das muss ich jetzt leider erstmal auf meinem Komposthaufen entsorgen. Also beim Füttern muss man schon auf Qualität des Futters achten. Nicht nur beim Boilie-Kauf, auch wenn man mal mit Mais füttert. Auf jeden Fall immer vernünftige, gute Zustände achten, nicht? Das kann man aber auch sehen, wenn der Knochen trocken, staubhart und noch schön in der Farbe ist. Dann kann man den auch benutzen, nicht? Also, das mal zwischendurch. Den entsorge ich jetzt. Und dann gehen wir wieder Aal angeln, ne? Versuchen Sie jedenfalls. Dann entsorgen wir den Futtermüll doch mal hinten an unserem Osterfeuer, was dieses Jahr nicht in Flammen aufgehen durfte. Aber hätte ich gewusst, was dieser Haufen noch für einen Anklang finden würde, ich glaube, ich hätte fast in Erwägung gezogen, doch noch damit anzufüttern. Das war natürlich nur ein Witz. Man sollte wirklich immer auf hohe Qualität eines Anfutters achten, damit nicht am Ende ein Teil davon am Gewässerboden verrottet und die Tiere davor Reißaus nehmen. Nichtsdestotrotz holt sich an meinem Osterfeuer die Natur, was noch brauchbar ist. Die Tiere konnten so gestärkt in den bevorstehenden Wetterumschwung gehen. Eisige Kälte bis Anfang Mai und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen 14 Grad Temperaturunterschied. Und das soll ein Angler aushalten. Das sieht aber nicht so schlecht aus. Weil die Pose war weg, blieb unten. Alle hängen die dann gern mal irgendwo unten rein. Und es ist kein Stückchen Würmchen mit drauf. Das ist bei den Mistwürmern eher selten. Sollte es heute Abend mal einen Fisch geben zur Abwechslung, wäre mal ganz was Neues in einem Angelfilm, ne? So sieht's fertig aus bei mir. Meistens zwei Rotwürmer. Ihr seht, was das für ein wildes Gekringel ist. 3-4 Mal durchstochen insgesamt, dann tritt auch ordentlich Saft aus. Jetzt muss nur noch die Rechnung aufgehen. Mal kurz zur Erinnerung, ich wollte Tauwurm gegen Mistwurm antreten lassen. Das war der Sinn dieses Films. Mach da auch kein Dogma draus, ne? Sondern ich möchte nur ein bisschen Appetit machen auf den Rotwurm. Kann genauso gut sein, dass Moni gleich 3 Aale fängt mit Tauwurm und ich gehe mit Mistwurm leer aus, nicht? Man darf halt bestimmte Methoden und bestimmte Köder nicht vernachlässigen. Das ist das, was ich aussagen möchte. Nein, du kriegst keinen Mistwurm. Der will keinen Wurm. Fasane fressen, Mais, Menschenskenners, hast du das denn schon vergessen? Setz doch mal deine Brille auf, du Blindfisch. Oh, so scharf ist das mit Brille. Cool. Das sieht aber jetzt nicht nach einem Aal aus. Dafür zuppelt der mir zu schnell. Wirkt auf mich eher wie so ein Weißfisch. Nö, da warte ich nicht drauf. Der Tag ging, Johnny Walker kam nicht. Ups, sorry. Nur die Älteren unter euch werden diesen Werbeslogan noch kennen. So entflammten die ersten Knicklichter, die noch ein wenig Vorwärmung mit der Hand benötigten, um wirklich hell zu leuchten. Die Elektroposen wurden angeschaltet und das Warten ging los.
Beziehungsweise, es ging eigentlich nicht so lange los, weil in dieser Zeit macht es keinen Sinn, bis 2 oder 3 Uhr nachts zu angeln. Die erste Stunde nach Einbruch der Dämmerung muss im April und Mai eigentlich die ersten Bisse bringen. Und wenn die nicht kommen, dann kann man genauso gut nach Hause fahren. Selbst auf meine Moni war diesmal kein Verlass. Eigentlich hat sie immer die Nase leicht vorn, wenn es um ihre geliebten Aale geht, aber diesmal zupften nur ein paar Weißfische gelangweilt an unseren Ködern herum. Meine Fresse, müssen die da hinten mit ihren blöden Nähmaschinen rumnerven? Können sie nicht vernünftige Motorräder kaufen? Das klingt ja furchtbar. Ich habe eine Nähmaschine. Aber noch schöner wäre es, wenn es mal ein bisschen beißen würde, oder? Jetzt kommen die Nähmaschinen ja noch in meiner Richtung. Die Nähmaschine ohne Licht. Super. Mistwurm die 27. Ich rüste mal auf. Mit 4 Stück. Das bewegt sich richtig quirlig. Vielleicht haben die Fische gar mehr Hunger, als ich denke, oder? Ja, wir haben es nochmal an einem etwas größeren Kanal versucht. Da hat sich auch nichts getan. Manchmal macht das im Frühjahr auch Sinn, wenn es so lange, so schweinekalt ist. Ich will nicht schon wieder jammern, das gab es früher auch schon mal. Ja. Wenn man das tagsüber probiert, nicht? Weil es ja nachts noch wieder abkühlt, dann beißen die Aale manchmal auch tagsüber. Darum sind wir heute ein bisschen früher los. Jetzt versuchen wir nochmal einen kleinen. Vielleicht tut sich ja hier was. Der ist nicht ganz so flach, wie er aussieht. Hat in der Mitte durchaus deutlich über 1 Meter, aber ich denke, die Temperatur müsste schon hoch genug sein. Wir schauen mal. Ganz ehrlich, wir haben gerade einen Fisch springen sehen. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir versuchen es mal. Bisschen Bewegung drin kann helfen, auch für Aal. Verheißungsvoll sieht es ja schon aus hier, nicht? Ein paar Seerosen, schön ruhig hier. Gefällt mir ausgezeichnet. Dann schauen wir mal, ob die Mistwürmer hier vielleicht einen Abnehmer finden. Moni ist auf der anderen Seite mit 3 Ruten mit Tauwurm. Wir bleiben dabei, das so ein bisschen vergleichen zu wollen. Und sobald sich auf eine Wurmart mehr tut, aber nur was Aale betrifft, werden wir dann entsprechend auch auf den anderen wechseln. Nicht? Wenn es so schwierig ist wie im Moment, da hat man keine Zeit, das lange auszutesten, was nun besser läuft. Fakt ist natürlich, was ich schon sagte, dass auf Mistwürmer eher mal auch Weißfische beißen. Über so eine Karausche freut man sich natürlich einen Keks. Bei Schleie sehe ich das so, da halte ich den Tauwurm für den besseren Köder. Ne? Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück, dass Moni eine Schleie fängt. Ist auf jeden Fall ein Schleiengewässer hier. Ich quark schon wieder so viel, nicht? Aber ihr merkt schon, die Mätzchen häufen sich, in denen ich sage, wir müssen uns die Fische hart erarbeiten. Und das ist mir auch immer recht, damit das mal gesehen wird, dass einem die Fische wirklich nicht einfach in den Kescher springen. Nicht? So einfach ist das nicht. Und ich merke auch, dass nicht nur mein Bart grauer wird, sondern dass ich auch immer schlechtere Augen kriege. Ich muss die Brille schon, wenn es so langsam anfängt zu dämmern, wie jetzt, immer auflassen. Jetzt habe ich sie gerade schon wieder hinten im Gras liegen lassen. Dann willst du einen Wurm drauf machen und kommt mir jetzt nicht mit Gleitsichtbrille. Nee, so weit bin ich noch nicht. Dann verliere ich sie lieber nochmal. Ja, gut, dann bitte. Das Buffet ist eröffnet. I now declare this bazaar opened. Die Eröffnung des Buffets müssen die Fische irgendwie gehört haben. Aber das kann doch wohl nur eine Brasse sein, oder? Was ist das denn? Karpfen? Nicht im Ernst. Das ist eine Karausche. Ich kann es noch nicht erkennen. So hochrückig wie es ist, sieht es fast wie eine Karausche aus. Ja, ist eine Karausche oder ein Giebel. Das kann man nie ganz so klar sagen, ne? Boah, was ein schönes Tier. Auf Mistwurm. 1:0. Ach nee, wir wollen ja auf Aal, ne? Aber ich freue mich trotzdem. Endlich ein Fisch. Also für mich sieht das sehr, sehr gut aus, wie der zieht. Weißt du? Ja, ich will auch mal optimistisch sein. Ob du jetzt einen sehr, sehr guten Kaulbarsch fängst. Und schon habe ich wieder alles kaputt gemacht. Oh, lass dir mal Zeit, du. So selten, wie es bei uns in den letzten Tagen gebissen hat, muss man jeden Biss genießen. Er ist auf jeden Fall interessiert. Willst du? Ja. Na gut. Was sagt denn der Wurm? Ja, als geknabbert ist er schon. Von hinten.
Wie kann denn ein Wurm von hinten abgeknabbert sein? Ja, siehst du das denn nicht? Ne? Also das war ein Aal, hundertprozentig. Muss ein Aal gewesen sein. Gut, gut, dann fange ich ihn gleich. Gut. Ich bin hier unten. Das ist natürlich auch ein Nachteil, den ich nicht unerwähnt bleiben lassen möchte, dass man bei einem Mistwurm. Oh, da hängt was. Ich hätte meiner Frau nicht sagen sollen, das war ein Kaulbarsch. Das will ich natürlich nicht unerwähnt lassen, nicht? Dass Weißfische, Kleinfische, Kaulbarsche es natürlich sehr viel leichter haben, Mistwurm vom Haken zu nuckeln, als so einen fetten Tauwurm, der einigermaßen sitzt. Ne? Aber ich sag ja, man muss ja mal zwei Dinge gegeneinander abwägen. Und manchmal lohnt sich der Stinker. Ich war früher der beste Kaulbarschangler von Ostfriesland. Was ist das da wieder für ein Käse? Das ist der größte Kaulbarsch Emdens. Ein richtiger Barsch, ein richtiger Flussbarsch. Boah, Mitte Mai mit so einer Wintermütze auf, ne? Heidewitzka. Die Eisheiligen dauern dieses Jahr von Anfang April bis Ende Dezember. Ach, Kinders, wieso beißt hier nicht mal einer durch? Was ist das für ein Käse? Ja, ja, unser Hobby kann schon manchmal ein frustrierendes Erlebnis sein. Jedenfalls, wenn man fangorientiert am Wasser ist, wie ich in diesem Fall. Aber wie sagte eine englische Anglerlegende nochmal, man braucht beim Angeln keine Geduld, man braucht kontrollierte Ungeduld. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Irgendwie ist die Hoffnung ja doch immer da, dass der große Fisch vielleicht doch noch kommt. Aber nicht an diesem Abend, dem 5. oder 6. Ich weiß es nicht mehr genau. Manchmal hat man ja das Gefühl, die Aale sind ausgestorben, ne? Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, ich habe nicht mehr mitgezählt. 4., 5., 6. Abend ohne Fisch. Aber so ist das, wenn das Wetter nicht mitspielt, ne? Da fragen die alle nach gar nichts. Aber vielleicht sind sie auch wirklich ausgestorben. Na gut, eine schöne Karausche. Auch nicht ganz schlecht. Doch eines ließ mich nicht los. Der gefangene Giebel oder die Karausche halt. An einer 100-Euro-Aktion habe ich mir daran mal die Zähne ausgebissen. Denn so häufig sind die bei uns nicht. Aber die Tiere sind irgendwie genial. Kann man da vielleicht noch einen fangen? Hm. Schöne Rotfeder. Oh, ja. Ja, ja, ja. Das ist eine schöne Brasse. Kann sich schon sehen lassen. Das macht doch Spaß hier. Vor den Seerosen schon eine richtige Herausforderung hier, ne? Mein Ding noch drin hier. Was ich brauche zum Hände nass machen. Ich habe meinen Schwamm zu Hause vergessen. Dann nehme ich mal so einen Container hier. Aber das ist schon ein schöner Fisch, ne? Für dieses Gewässer hier. Mein Futter immer noch bröckelig. Im flachen Gewässer wichtig, nicht? Keine dicken Apfelsinenballen, die sinken in den Schlamm ein und die Hälfte verrottet dann, wenn die Fische das da reindrücken. Ne? Kleine bröckelige Ballen machen mit vielen Castern drin, paar Maden. Damit fütter ich an. Ne? Wenn man das jetzt noch ein bisschen hochwirft, ja, dann platzt das so ein bisschen an der Oberfläche. Es gibt eine schöne Wolke. Und mehr will ich nicht. Lieber öfter mal eine kleine Wolke machen, als einen Riesenhaufen auf den Grund schmeißen und dann vergammelt das da unten. Ne? So kriegt man auch irgendwann die guten Plättfische an den Platz. Ich habe jetzt gehofft auf eine weitere Karausche, vielleicht auf eine dicke Brasse oder eine Schleie. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Sollte ich jetzt so machen wie Birger Domeyer? Abschlecken und sagen, ihr Jammerlappen. Ja, der Birger ist noch ein echter Angler, finde ich. Aber das muss ich nun auch nicht haben. Man kann den auch mit der Hand runterwischen, ne? Frisch mit Maden bestücken und weiter geht's. Ja, immer mal ein paar einwerfen. Ist auch immer gut. Bisschen Lebenfutter. Darum kaufe ich mir immer einen halben Liter Maden. Ne? Also ich kaufe mir nie so ein Mini-Päckchen. Ich sehe Maden nie nur als Hakenköder, sondern immer auch als Anfutter. Und wenn ihr auf weitere Distanzen Lebenfutter einbringen wollt, da gibt es doch jede Menge Möglichkeiten mit Futterschleudern, in den Ballen einkneten und. Ui, ein schönes Rotauge.
Drei Fischarten in den ersten 5 Minuten. Rotfeder, Brasse, Rotauge. Das nehmen wir mal mit. Schon eine Hechtgröße. Und das ist wieder mal eins hier. Seht ihr, das ist so ein bisschen angeschlagen. Hier sind schon Schuppen ab. Er hat wahrscheinlich mal einen Hecht am Wickel gehabt. Da ist eine Verletzung. Das entnehmen wir mal. Fischart Nummer 4. Eine Güster. Das ist was Gutes. Oh, dicke Brasse, wie mir scheint. Oh, wieder Mistbomade. Übrigens. Oh ja, Haken schon raus und richtig schönen Laichausschlag. Der muss Hochzeit machen. Fühlt sich an wie ein Reibeisen. Ja, und der Karausche wieder. Glaubst es nicht. Hammer. Scheint es ja wirklich zu geben. Ein Stück Zahlen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Nennt ihn auch gerne einen Giebel. Hübsch. Und wieder eine Karausche. Nicht aufpasst, dann hänge ich hier gleich drin. Im Wasser. Also ich könnte mich drin verlieben. Bauernkarpfen, hat man früher dazu gesagt. Und dann kam die schwarze Regenfront auch schon nach unten und ich schaffte es noch gerade rechtzeitig einzupacken. Bringen wir zum Schluss des Mätzchens noch kurz Licht in das Ungewisse, wenn auch nicht alle der Giebel, ja es waren alles Giebel, bereit waren, die Rückenflosse aufzustellen. Ich hätte ein wenig genauer hingucken sollen, denn wenn das auch nicht immer klar zu erkennen ist und manchmal nur das Bauchfell Aufschluss gibt, die konkav geformte Rückenflosse weist alle Tiere, die ich hatte, ganz klar als Giebel aus. Und der Unterschied zwischen konkav und konvex? Konvex wächst, ist nach außen gewölbt. So habe ich mir das immer gemerkt. Und konkav nach innen. Und der Mistwurm? Der konnte immerhin beweisen, dass er gut Friedfische fängt. Ob er auch Aale fängt, wir werden sehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mätzchen.